So, das war das erste Level. Oder die erste Welt. Gehen wir mal weiter in, ja, in die Lorenwelt. Das ist schon ein bisschen düsterer, finde ich. Ein bisschen offener auch. So, hier oben gibt es den kleinen Frosch. Winkly. Den können wir natürlich sehr hoch springen. Und der kann netterweise auch diverse Gegner kaputt machen, die wir sonst nicht kaputt machen können. Zum Beispiel die Wespen. Der kommt natürlich hier oben an die tollen Bananenstauden dran. Dass der Pensionsleiter sich nicht wundert, was ich mit den 285 Pokémon-Eiern gemacht habe. Ja, er könnte zumindest mal nachfragen, ob du sie irgendwie illegal verkaufst. Ah, guck mal, da ist nämlich auch schon wieder ein Espresso. Das Ding ist aber, dass ich die Wespen, das sind dunklen Wespen, die kann ich sogar, glaube ich, mit Drinkly nicht kaputt machen. Das sind so Sachen, die ich dann jetzt auch nicht ausprobieren möchte. So, easy. Munken verkauft Schildkröten an den Schredder. So. Jetzt kommt das geilste Level überhaupt. Naja. Es ist eigentlich mega schwer. Und es gibt keine Garantie, dass ich jetzt nicht kaputt gehe. Ja, diese SNES-Spiele. Nee, ich riskiere es nicht. Mal einen Angard. Das ist hier in dem Level tatsächlich mit dem Angard immer ein bisschen nervig, weil man dann das Bonus-Level sehr oft freispielt, wenn man hier kaputt geht. Und das bringt einen dann immer total raus. Ah ja. Naja. Ach, scheiße. Den habe ich verpeilt. Jetzt kriege ich natürlich auch kein Fass mehr. Hier nicht springen. Oh, gleich kommt natürlich noch die doofe Stelle. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, Leute. Und noch eine. Ah, ein bisschen zu früh. Ich dachte gerade noch, mein Daumen hat auch so gezuckt. Ich dachte so. Scheiße. Unglücklich. Na gut. Der erste Tod. Sein erstes Leben verloren. Kein Problem. Holen wir uns sofort zurück. Oh, jetzt bin ich doch gesprungen. Aber ist nicht schlimm. Die Stelle ist tatsächlich, wenn man das G schon eingesammelt hat, ist die Stelle echt schwer, weil man nicht mehr sieht, ab wann man abspringen muss. So, jetzt aber. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Jetzt kommt noch mal einer. Wow, das war mega knapp. Puh. Aber wir haben es geschafft. Nazi-Affen im Weltraum? Ich verstehe gerade nicht, was im Chat abgeht. Brauche ich den Reifen noch? Nein, ich glaube nicht. Gab es hier nicht auch einen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch einen Frosch in dem Level. Krabbe, mach doch mal da was im Chat. Wo wir uns erstmal das Leben. Jetzt habe ich kurz gewartet, weil ich reden musste. So. Wir haben schon so viele Level, Leben, die werden gar nicht mehr angezeigt. Au. Oh, fällt mir gerade ein, dass ich mein Handy noch auf lautlos machen muss.
Damit ich hier nicht unerwartet angerufen werde. Das wollen wir ja nicht. FDWLer sind jetzt überall. Selbst im Twitch-Chat. No. Naja, wir sind jetzt, wie viele Leute sind wir? 6 Leute. 25% von 6. Kann das mal schnell jemand ausrechnen? Fuck AfD. Du sprichst mir aus der Seele, Rocketbohne. Graf ruft an. Das wäre jetzt lustig gewesen. Jetzt kann ich aber, jetzt sehe ich es noch nicht mal, glaube ich, wenn jemand anruft. Liegt zu weit weg. 11¾. Ich glaube, das ist nicht richtig. Es war gerade sehr lustig, dass ich mir zeitgleich mit Didi den Kopf gekratzt habe. Falls euch das Detail aufgefallen sein sollte. Ach ja. Oh Gott, ich hasse es, weil er so hoch springt. Oh. Na, oh, das war ein bisschen knapp. Und ich hasse es, weil er so ungenau springt. Fuck you, Spiel. Ach, jetzt der Reifen auch nicht mehr da. Naja, dann nehmen wir unten die Reifen. Die sind sowieso viel lustiger. Okay. Sagte ich schon, dass ich das Sprungverhalten von Wrinkly sehr scheiße finde. Versuchen wir es nochmal. Ich könnte es natürlich auch ohne Wrinkly machen, aber da hinten sind so viele unangenehme Wespen unterwegs, dass ich das gar nicht riskieren mag. Oh, Kamera, please. Alter! Was ist denn los? Richtig schlecht. Es tut mir sehr leid. Oh nein, jetzt sehe ich mich nicht. So. Was soll ich sagen? Ach, ich mach's jetzt ohne. Nein! Was mache ich denn jetzt hier? Das ist ja richtig kacke. Ach, Mann. Ja, die Loren 2 versuchen geschafft und jetzt hänge ich hier in diesem dummen Höhlensystem. Ich bin auch ein bisschen zu schnell unterwegs, habe ich das Gefühl. Okay, einmal versuche ich es noch mit dem Frosch. Froschi, wenn du jetzt Scheiße baust, ne? Dann werden wir die wieder Freunde. Nicht weinen im Chat, bitte nicht weinen. Wir schaffen das. So, jetzt ganz ruhig. Tubonki. Ja, wirklich. Ich bin so im Speedrun-Modus. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt. So. Das war doch schön und ordentlich. Ja. Ich bin gerade zeitgleich mit ihm weggesprungen. So, wir haben auch alle Buchstaben eingesammelt und haben wieder 30 Leben. Jetzt bin ich wieder entspannt. Das lag eben daran, dass wir nur 29 Leben hatten. Den brauchen wir auch eigentlich gar nicht mit Winkley. Den Reifen. Hui! Juhu, noch mehr Reifen. Das erinnert mich immer an den Kinderspielplatz. Oh, jetzt bin ich wieder da drin. Und natürlich mögen Affen Reifen. Und deswegen mögen Affen auch keine Autos, weil Autos Reifen unterdrücken und zwingen, immer eine Richtung zu fahren. So, das ist die Ruckzuckstation. Die habe ich als Kind gehasst, ey. Die ist so gruselig. Weil immer, wenn denn dieses Licht grün ist, laufen diese fiesen Viecher hin und her. Man muss halt immer hier diese Lichtschalter betätigen, dass sie sich schlafen legen.
mega gruselig. Und man muss sich natürlich auch krass beeilen. Ich glaube, da unten wäre noch ein Geheimgang gewesen. Aber auf die achten wir ja jetzt nicht so doll. Ah! Okay, ich war erstmal das Fass. Der gute Diddy-Trick. Der Diddy-Trick. Diddy-Trick, wollte ich natürlich sagen. Na, was macht man da am besten? Genau, das Fass springen. Reserven aus deiner Umgebung. Bitte was? Ich sollte nicht mitsingen. Nein, jetzt habe ich die Bananen verpasst. Ich will die Bananen. So. Mal diese Affen sorgen. Hier kommt noch ein Krokodil. Die Krokodile sind ja noch einigermaßen okay. Die werden dann erst lustig, wenn sie anfangen zu springen. Das machen wir nochmal, damit wir genügend Zeit haben. Guten Tag. Darf ich Ihnen etwas Rotlicht verkaufen? Das ist übrigens völlig falsch. Wenn hier in St. Pauli das Rotlicht angeht, dann stehen alle auf. Oh nein, das war ein bisschen knapp. Aber ist es immer. Da gibt es doch auch übrigens, da muss ich gerade nochmal reingehen in die Ruckzuckstation. Weil hier gibt es den besten Geheimgang überhaupt. Einfach durch den Start wieder reingehen. Rausgehen, meine ich. Und dann ist man schon hier im letzten Abschnitt. Nice! Aber ich glaube, es sind immer noch nicht alle Geheimgänge, ne? Nee, das ist der eine. Wo ich eben meinte, wo wir so hochgegangen sind, dass da noch unten einer ist. Wir könnten auch mal abspeichern, fällt mir gerade auf. Why not? Wir haben zwar noch 30 Leben, aber was soll's. Außerdem für euch Boys können wir da kurz mal bei Candy vorbeischauen. Das war jetzt sehr kurz, ich weiß. So, schauen wir sie noch mal ein bisschen länger an. Reicht's jetzt? So, halbe Stunde gespielt und schon 18%. Das ist doch ganz zufriedenstellend. Bad Mühlstein. Hier im ersten Geheimgang. Ach, oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Natürlich ist es auf der rechten Seite. Komme ich dann nochmal rein? Die kann ich übrigens auch nur mit Donkey kaputt machen. Bitte sei noch da. Nein. Jetzt habe ich das K verkackt. Ja. Mega schlechte Donkey Kong Zeichentrickserie. Es gab auch eine mega schlechte Donkey Kong 3D-Serie. Die war richtig schrecklich. Ich habe sie ja doch irgendwie ab und zu geguckt, weil man ja Donkey Kong ziemlich mochte. Aber alle Sachen, die irgendwie daraus verwurstet wurden, waren eigentlich nur schrecklich. Na, bleib hier, Reifen. Oh, das war ein bisschen knapp. Keiner wäre ich da reingesprungen. So, wie heißt denn wohl der Publisher von diesem Spiel? Erare? Ah, also das ist ja wirklich, falls man mal überlegen sollte, das zu speedrunnen, muss man natürlich gucken, dass man diese Figuren einfach alle umgeht. Weil die sind wirklich behinderlich für... behinderlich? Ist das ein Wort? Behinderlich. Für den Fortgang des Spiels. Ubisoft. Genau. Donkey Kong wurde von Ubisoft entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, wo hier... ah ne, der war ganz unten, der Verdopplungsfisch. Der geht da jetzt auch schon mal hin. Why not? Wir haben ja jetzt auch schon 227. Plus die hier. Ach komm, die 5er machen wir noch voll. Yay. Okay, nochmal 100 kriege ich, glaube ich, nicht hin. Donkey Kong Season Pass.
Oder? No. Ach Mann! Wäre sogar doch fast noch ein Leben geworden. Schubst er mich einfach wieder rein, während ich am Trinken bin. Oh. Hat es aber gar nicht so weit weggeschubst. Das hätten wir noch brauchen können, das Fass, für diesen Geheimgang. Scheiße. Dumm. Au. 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 Oh, ein Leben. Man kann tatsächlich auch diese großen Räder kaputt machen mit so einem TNT-Fass. Wie heißen die denn? Oh nein, das war ein bisschen knapp. Aber jetzt ist er bestimmt runtergefallen. Nee, doch nicht. Ah, ficken! Entschuldigung. Hier oben gibt es nämlich noch einen Frosch. Wie heißen denn die Schlangen nochmal? Zinger? Nee, Zinger sind die, sind die Wespen. Ach, nimm doch die dumme. So. Höh! Ganz vorsichtig. Dieser Frosch macht mich fertig. Der ist so unkontrollierbar. What? Mach ihn doch kaputt. Ong. Hallo, mein Name ist Donkey Ong. Gregor Ong. Ach komm. Psst. Komm ich drüber mit ihm? Nein. Ah, Ringli. Ringler. Ringli? Ringler? Ich vergesse meinen Namen. Scheiße. Verkackt. Naja, wir waren kurz vom Ziel. Wrinkly heißt er doch, oder? Ich schau gerade noch mal vorne nach. Winky, alles klar. Winkys Trampelfahrt. Alter, ist eigentlich Donkey Kong auf der Weltkarte auch langsamer als Diddy? Das ist ja schrecklich. So, nochmal kurz abspeichern, bevor wir den Endboss machen. Denn der Endboss, ich wollte gerade sagen, man erkennt es schon, aber es hat es ist einfach nur ein großer Bananenberg, weil die alle unsere Bananen geklaut haben. Oh, es ist Necki. Ich hätte jetzt schwören können, es ist die Wespe. Das war sehr schlecht von mir. Natürlich ist es Necki, den wir ein bisschen necken müssen. Und seinen Kokosnüssen ausweichen, die er uns entgegenkotzt. Der erste ist noch sehr einfach, weil er nicht... Es gibt dann noch eine spätere Version, die noch in unregelmäßigen Abständen die Kokosnüsse auskotzt. Aber das war ja easy.